das in einem Gebäude wäre. Und das wäre dann natürlich richtig mies. Aber das glaube ich nicht so. Ich glaube, ich überlege gerade. Ich hab's vergessen. Ich hab das schon mal gemacht, aber das ist echt lange her. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man dafür rein musste. Ich glaube nicht bei der Schatzkartensuche von Johnny, dem Piratenkönig. Eins will ich jetzt noch ausprobieren. Ja. Eins will ich jetzt noch ausprobieren. Kommst du überhaupt nah? Ja, kommst du gut. Hell erleuchtet in der Nacht. Ein Ort, der hell erleuchtet ist. Jetzt ist mir einer eingefallen, der hell erleuchtet ist. Allerdings, Problematik dabei? Ich meine den Leuchtturm und der war auch schon im ersten Rätsel. Ach so. So, allerdings, ich kann auch in den Leuchtturm rein. Und der ist ja hell erleuchtet in der Nacht, weißt, weil oben Birne und so und Licht und so. Außerdem wohnt Earl da. Der elektronisch-automatische Roboterleuchtturm. So. Gehen wir da mal rein. Jetzt gucken wir mal. Ja. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Das ist jetzt nur das. Ja, genau, das ist aber nur das. Ja, bla bla bla. Das interessiert mich weniger. Da kann ich nicht durch. Nee. Da ist nichts. Drei Kreise, drei Dreiecke. Es muss ja fast schon irgendwas Offensichtliches sein. Weil das erste Rätsel war ja auch schon ziemlich offensichtlich. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das zweite auf einmal super, mega, hyper, giga komplex ist. Vielleicht denken wir auch einfach nur viel zu kompliziert. Nee, ich glaube, das war nicht so einfach. Ich überlege gerade. Also ich glaube, es war nicht drin. Und ich glaube, es war sauschwer. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, was halt bei Nacht ein Ort, der bei Nacht hell ist. Ich glaube, wir müssen an den Häusern gucken. Ich glaube, das war irgendwo an irgendeinem Haus. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wo genau. Und es war echt total schwer und nicht so offensichtlich. Also du meinst irgendwo in den Häusern. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war auch das Okay. Schwerste bei dieser Schatzsuche. Fast. Dann schauen wir doch jetzt mal hier bei dem Haus von Julius, glaube ich, ist es doch. So, und da ist es ja immer hell, wo die Fenster so leuchten. Richtig, aber ich sehe hier keine Dreiecke. Oder Kreise. Du drückst auch nicht A zufällig, oder? Das Nein. machst du nicht. Ach, du machst es dir aber auch extra schwer. So. Ja, wenn, dann will man es ja schon gescheit machen, weißt? Schon Ja, irgendwie okay. mit Intelligenz und so. Was meinst du, warum ich Also dieses hier ist es Rätsel? nicht hell erleuchtet. Nicht? Hier ist alles dunkel. Sie fantasiert schon ziemlich hell.
Ja, da am Haus war es aber nicht hell. Am Haus war es dunkel. Preiselbeeren sind das, ne? Mhm. Ja. Da passt wunderbar ein überbackener Camembert. Dazu hätte ich jetzt gerne. Ja, ich liebe Camembert. Mhm. Hätte ich jetzt echt gerne, muss ich sagen. Nein. Ein Ort, der hell erleuchtet ist. Also hier ist nichts. Nee. Ich komme nicht wirklich drauf. Nee. Das ist doch echt schwer. Ich habe auch die ganzen anderen Karten, glaube ich, nie gespielt, weil mich das total angenervt hat, diese Schatzsuche. Das war irgendwie nicht so mein Fall. Ach, und dann sagst du jetzt, dass mir das gefallen könnte. Ja, die Karte habe ich schon gemacht. Aber die anderen Karten nicht so wirklich. Also da ist nichts. Mhm. Da hinten kann ich ja nicht durch. Nee, da kann ich nicht durch. Zeig nochmal da die Scheune. Waren wir da schon? Hier drin? An der Scheune. Nein, das ist nicht die Scheune. Ja, aber da ist doch dunkel. Ach so, da leuchtet nichts. Nee. Da sind Dreiecke. Wo? Naja, da an der Tür. Ja, aber das sind noch mehr als drei. Und da sind, ja, da sind auch nur zwei Kreise, wenn da die Fässer zählen würden. Eben. Und es ist dunkel. Und es ist dunkel. Da, ich denke halt, dass sowas hier vielleicht als hell erleuchtet zählen könnte, weißt? Dieses Mondgesicht. Ja, aber das leuchtet ja jetzt gerade nicht. Ja, das ist das Problem. Nee, ich glaub nicht. Außerdem wäre das doof, wenn sie zwei Sachen an einer Stelle machen würden, glaube ich. Weil mit den Monddingern gab es ja noch was anderes. Mhm. Stimmt allerdings. Hm. Das muss also irgendwo sein, wo man halt noch nicht irgendwie speziell was gemacht hat, glaube ich. Aber das ist jetzt auch nur eine vage Vermutung. Ich habe keinen Plan. Ja, ja. Irgendwas, was in der Nacht hell erleuchtet ist, weißt? Boah. Das können alle Lampen sein. Alle Fenster. Alles das, was halt so nachts... Ich bezweifle, dass es sowas ist. Entweder ist es was richtig Banales oder es ist was richtig Hardcore-Schweres, wo du dir einfach denkst, ja, nee, das kann doch gar nicht sein, da kommt doch keine Sau drauf. Ich glaube, es war irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass das echt schwer war. Merke ich jetzt auch gerade wieder. Dreiecke, Kreise und ein hell erleuchteter Ort. Ist mein kleines Wutz nicht süß? Also wenn du Zets suchst, dann musst du nur zum Baby gehen. Oder zu meinem Hexilein. Oder zum Hexilein. Okay, es ist ja auch schon 2:30, was? Na, das habe ich auch gerade gesehen. 50.000! Aber ich komme nicht drauf. Dreiecke, Kreise. Dann müssen wir uns echt mal... Oh, edles Sandwich. Schon wieder? Sie ist sehr gutmütig zu dir. Dann müssen wir echt mal... Na, was weinst du denn? Hm? Du. So. Dann spielen wir noch mit dir.
Komm, wo ist er denn? Da ist er. Da, guck. Ich habe nie verstanden, was diese Rassel eigentlich wirklich bringt. Das Kind freut sich. Gibt es dadurch mehr Herzen, je öfter man das macht? Weiß ich nicht. Aber das Kind freut sich. Hm. Es lacht. Da. Oh, Marlene ist unsere süße Tochter. Oh. Ja. Und die Hexe hat fast maximale Herzen. Das ist sehr schön. Mhm. Chip. Chip hat volle Herzen. Wunderbar. Na, Chip. Chip und Chip. Gott, ich hab's geliebt. Ich fand's auch cool. Chip soll jetzt endlich mal Level 4 lernen. Ja, das wäre mal spannend. Was kann er dann wohl Cooles? Gute Frage. Vermutlich auch irgendeinen krassen Hyper-Mega-Sprung oder so. Oh! Ich hab von dir geträumt, Spike. Oh. Das ist wirklich süß. Mein Hexilein. Ja. Du bist in meinen Träumen auch sehr nett und verwöhnst mich. Was soll ich nur machen? Oh. Ist sie nicht putzig? Mein Hexilein ist so toll. Da, dafür kriegst du eine Rose. Wo ist sie denn da? Da, schau, dafür kriegst du eine Rose. Auch wenn sie sich da nicht so drüber freut wie über einen Tom-Tom-Pilz, aber trotzdem, der Frau muss man doch mal Rosen schenken. Muss halt mal sein. Hexilein. Muss mal sein, ja. Ich mag mein Hexilein. Hexilein! Ins Eck mit dir! Ins Eck! Brav ins Eck! Noch weiter ins Eck! Willst du jetzt mit ihr schmutzige Dinge in der Ecke machen? Ja, und sie hat sich gerade rausgeportet. Sie ist eine Hyperhexe. Und jetzt wollte sie dich in die Ecke drängen. Hast du das gesehen? Ja, ich will sie ins Eck drängen, um dann dort mit ihr schmutzige, nicht jugendfreie Dinge zu machen. Aber irgendwie schiebst du sie immer mehr weg. Geht da? Nein, nein, nein. Aber Hexilein will nicht wirklich ins Eck. Sie fühlt sich halt ein bisschen bedrängelt von dir, vermutlich. Das ist mir egal. Merkst selbst, oder was? Nein, die lässt mich nicht. Es wird nicht besser. Nein, es wird wirklich nicht besser. Naja. Wenn Hexilein nicht ins Eck mag, dann mag sie halt nicht ins Eck. Tja, das ist natürlich jetzt schade, ne? Ja, mei. So. Dann würde ich mal sagen, müssen wir beim nächsten Mal jetzt echt mal schauen, was es jetzt ist mit dieser Schatzkarte. Also, Dreieck, Kreis, Schon schwierig. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Aber das schauen wir beim nächsten Mal einfach nochmal ein bisschen, schauen wir uns ein bisschen um und, naja, vielleicht müssen wir doch wohl mal diverse Gebäude betreten, um da mal zu schauen. Auch wenn ich es mir nicht wirklich vorstellen kann, aber ja. Man muss halt mal nachschauen. Mhm. Und mein Babylein. Komm, ich will vorher noch Babylein haben. Komm. Nein, nicht du, Chip. So. Dann noch meine Hexe. Hexe. Da, guck. So, sie sagt zwar irgendeinen Müll, weil es ja ihr Baby ist und das checkt sie irgendwie nicht, aber es ist ein schönes Bild. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mit diesem Bild. Oh, ein Baby! Mit diesem Bild beenden wir das jetzt alles. Und mit meiner wunderbaren Trophäe im Hintergrund, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Oh ja. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns im nächsten Part noch ein bisschen weiter um, wo denn jetzt hier diese Dreiecke und Kreise sind. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.